Und ich war mal an einem Tag in der Fußgängerzone, sitze so im Kaffee, trinke meinen Cappuccino. Und dann, ein Nachbartisch sitzt einer aus Hannover, guckt mich so an und sagt, Entschuldigung, haben Sie mir die Uhrzeit? Und ich, ja klar, gucke auf die Uhr und denke, jetzt sitze ich in Niedersachsen und Schwabe und sagt 5:45. Sagen Sie mal in Hannover 5:45. Der hat mich gefragt, ob ich Mathematiklehrer wäre. Und dann habe ich gesagt, 9 hätte ich gesagt 80 vor. Also wissen Sie, wie die in Hannover sagen zu 5:45? Wer weiß es? 20 vor. Die sagen 20 Minuten vor. Die verstehen das nicht. Und dann habe ich mir in den 3 Wochen da oben wirklich Gedanken gemacht. Wirklich. Und habe die Leute so beobachtet im Umfeld. Und dann merke ich, da oben wirst du ganz komisch angeschaut, wenn du in einer Gruppe stehst und du rufst, komm mit mir, gang nicht. Oder mal was anderes. Oder, pass auf. Oder fahren Sie mal mit einem Nicht-Schwabe-Auto und sagen zu ihm, fahr mal langsam schneller. Ja. Fahr mal. Sie lachen, da fährt er rechts raus.